5 Top-Shonen-Anime und Manga der späten 2000er Jahre. Nummer 1, Death Note. Der hochbegabte Schüler Light Yagami findet ein geheimnisvolles Notizbuch, bei dem jeder stirbt, dessen Namen man in dieses Death Note hineinschreibt. Nummer 2, Blue Exorcist. Rin erfährt, dass er der Sohn des Teufels ist und beschließt nun, gegen sein Schicksal zu kämpfen, indem er zum Exorzisten wird. Nummer 3, Fairy Tail. Geschichten einer Magiergilde über Abenteuer, das über sich hinauswachsen und besonders viel Kraft der Freundschaft. Nummer 4, Black Butler. Ciels dämonischer Butler Sebastian ist stets an seiner Seite und schafft ihm unbequeme Menschen diskret aus dem Weg, verfolgt dabei aber auch seine ganz eigenen Interessen. Nummer 5, Magi. Magi erzählt die Abenteuer des jungen Aladdin und von seiner magischen Reise, um das Geheimnis seiner Identität zu ergründen. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was eure liebsten Shonen-Serien der 2000er waren. Und wenn ihr noch mehr über Shonen aus dieser Zeit erfahren wollt, dann hört doch mal in unsere neueste Podcast-Folge der Kase Retro-Perspektive rein, wo wir auch Anituber Ruffy dabei hatten. Neben YouTube und Twitch findet ihr den Podcast natürlich auch auf den gängigen Plattformen wie Spotify, iTunes und Co. Wir danken euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.